Ein Amerikaner hat wirklich Unglaubliches erlebt und überlebt. Er wurde 7-mal vom Blitz getroffen. Wie und wo er verletzt wurde, jetzt in diesem Video und noch mehr ziemlich verrückte Facts über Blitze. Lieben Dank für euren coolen Vorschlag bei WhatsApp und herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt's täglich Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal und verpasst kein Video mehr. Okay, let's go. Herzlich willkommen. Erster Fact. So entstehen Blitze. Weltweit gibt es jeden Tag zwischen 10 und 30 Millionen Blitze, umgerechnet also 100 Blitze pro Sekunde. Wow, davon schlagen allerdings nur etwa 10% in den Erdboden ein. Unglaubliche 200.000 Blitze lassen sich an starken Gewittertagen an Deutschlands Himmel zählen. Meistens in den Monaten Mai bis September, denn dann treten Luftmassen aufeinander, die sehr unterschiedliche Temperaturen aufweisen. In der Gewitterwolke bewegen sich die Eis- und Wasserteilchen auf und ab und die natürliche Luftelektrizität wird polarisiert. Die positive elektrische Ladung befindet sich zunehmend im oberen Teil der Wolke, die negative Ladung an ihrer Unterseite. Dieses elektrische Spannungsfeld wird immer größer und entlädt sich schließlich, ja vergleichbar mit einem Kurzschluss. Der Blitz wandert dann im Zickzack Richtung Boden, kilometerweit, dann kommen ihm Fangladungen entgegen, die ihn in eine bestimmte Richtung lenken, beispielsweise von einem hohen Turm oder einer Stromleitung. Beim Einschlag entlädt sich ein gewaltiger Strom und die Luft wird auf 30.000 Grad Celsius erhitzt. Zweiter Fakt. Nicht nur auf der Erde gibt es Blitze. Nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten wie dem Jupiter und dem Saturn gibt es Blitze, möglicherweise auch auf Neptun, Venus und Uranus. Die Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Planet eine dichte Atmosphäre hat. Schon in den 70er Jahren registrierten die Instrumente der Voyager-Raumsonden Blitze beim Jupiter, also elektromagnetische Strahlung im Kilohertz-Frequenzbereich, ähnlich wie bei uns auf der Erde. Und auch ansonsten sind sie den irdischen Blitzen ähnlicher als gedacht. Später gab es dann von der Raumsonde Galileo Bilder von Jupiterblitzen, die tausendfach stärker sein könnten als die auf der Erde. Zudem kommen sie dort weitaus häufiger vor, wie ein Forschungsteam erst in diesem Jahr entdeckte. Im Durchschnitt gibt es auf dem Jupiter auf jedem Quadratkilometer bis zu 30 Blitze. Auf der Erde sind es nur 6 im Jahr. Auch die Saturnblitze sind wohl nicht ohne. Das legen Daten nahe, die die Raumsonde Cassini empfangen hatte. Demnach könnten die Blitze dort sogar millionenfach stärker sein als auf der Erde. Dritter Fakt. Es gibt verschiedene Arten von Blitzen. Es gibt tatsächlich nicht nur den einen Blitz, sondern verschiedene Blitzarten. Unterschieden werden sie zum einen nach der Richtung des Leitstrahls und danach, welche Polarität die zur Erde transportierte Ladung hat. Der Blitz, der am häufigsten vorkommt, ist der Wolke-Erde-Blitz. Etwa 90% der Blitze auf der Erde gehören in diese Kategorie. Hier gehen die Verästelungen des Leitstrahls von der Wolke aus. Der Leitstrahl wandert von der Wolke aus auf den Erdboden und trifft dort die Fangladung. Je nachdem, wie die Polarität des Leitstrahls ist, wird er dann entweder positiver Wolke-Erde-Blitz genannt oder negativer Wolke-Erde-Blitz. Vierter Fakt: Diese Blitzmythen sind totaler Unsinn. Wenn Blitze am Himmel zucken, sollte man weder Eichen noch Buchen, Bäume als Schutz aufsuchen. Der alte Spruch, vor Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, gehört also in die Tonne, denn Bäume sind gewöhnlich hoch und Blitze suchen sich gerne hohe Objekte, also diese Fangladung. Dabei ist es ihnen komplett egal, um welche Baumart es sich dort gerade handelt. Auch der Rat, sich auf einem freien Feld flach hinzulegen, ist nicht der ultimative Tipp. Besser in eine Mulde oder einen Graben hocken, die Füße dicht beieinander halten und die Beine mit den Armen umfassen. Doch bei Gewitter mit Blitz muss man nicht nur auch noch das Handy ausschalten und euren Schmuck braucht ihr auch nicht auszuziehen, denn beides zieht die Blitze nicht an. Regenschirme macht er dagegen besser zu. Wenn ihr unterwegs seid, schnell zum Auto zurück, denn der bildet einen sogenannten faradäischen Käfig und leitet den Blitz außenrum ab. Cabrios oder Autos mit viel Kunststoff dagegen sind im Vergleich dazu nicht so sicher. Fünfter Fakt. Das ist zu tun, wenn dich der Blitz trifft oder jemand in deiner Nähe. Nach Schätzung von Experten und Expertinnen passiert es sehr selten, dass ein Mensch in Deutschland von einem Blitz getroffen wird. Zwischen 50 und 100 Fälle gibt es wohl pro Jahr. In den USA sind es 300 Menschen, die pro Jahr vom Blitz getroffen werden. Einer von 10 Menschen stirbt an den Folgen des Blitzeinschlages. Rekordhalter ist ein amerikanischer Ranger. Roy Sullivan ist laut dem Guinness-Buch der Rekorde unglaubliche 7-mal von einem Blitz getroffen worden und hat überlebt. Verloren hat er allerdings beim ersten Mal den Nagel des großen Zehs, beim zweiten Mal eine Augenbraue, dann wurde seine linke Schulter verletzt, dann verschmorten die Kopf- und Beinhaare und beim sechsten Mal gelang der Blitz in den Knöchel und beim siebten und vorerst letzten Mal verbrannte sein Oberkörper. Also
Verbrennungen außerhalb. Am schlimmsten und oft auch tödlich sind die direkten Blitzanschläge in den Körper. Also wenn der Blitz in den Kopf einschlägt und dann durch den gesamten Körper zieht, dann wird das elektrische Leitungssystem des Herzens durcheinander gebracht und es kommt zu Herzrhythmusstörungen. Auch die Nervenzellen werden durch den elektrischen Schlag angegriffen und der Atem setzt aus. Das kann dann auch zum Kreislaufstillstand führen. Häufiger aber sind indirekte Treffer, wenn ein Blitz beispielsweise in einen Mast einschlägt und sich die Elektrizität über den Boden ausbreitet, auf dem sich Menschen befinden. Wenn jemand in eurer Nähe vom Blitz getroffen wird, leistet unbedingt Erste Hilfe und ruft den Notarzt. Denn Studien besagen, dass Blitzopfer große Chancen haben, sich wieder vom Kreislaufstillstand zu erholen, denn der Strom zieht zwar heftig durch den Körper, allerdings nur kurz. Doch ein Blitzschlag in den menschlichen Körper kann auch noch weitere langfristige Schäden mit sich ziehen. Zudem hinterlassen Blitze oft auch sichtbare Spuren, wie beispielsweise ein bestimmtes Muster in der Haut, was sich einbrennt wie ein Tattoo quasi. Okay. Eine schmerzhafte Methode, ein Tattoo zu bekommen. Ja, wenn ihr dieses Video spannend gefunden habt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann bekommt ihr täglich vor allen anderen den Link zum Video von mir persönlich geschickt und ein kleines Geschenk zur Begrüßung. Einfach hier drauf klicken und darunter auch drauf klicken. Außergewöhnlicher weißer Zwerg schießt energetische Blitze. Eine ganz andere Form von Blitzen. Bis dann. Bleibt dran.